Bei B2 sind wir davon überzeugt, dass digitale Produkte sozialen Mehrwert liefern können. Wir können Zielgruppen heute besser, genauer, digital ansprechen. Im Förderprogramm Impact Innovation haben wir versucht, das erste Mal genau diesen Bereich, wo auch soziale Innovationen gefördert werden können, in die FFG reinzunehmen. Ich war total überrascht, was B2 uns alles geboten hat. Als Schnittstelle zu den Softwareentwicklern und zu den Grafikern. Kollaboration mit Technologie- und IT-Unternehmen. Es sind immer wieder User-Tests gemacht worden. Scrum, Design Thinking, nahe an den Klienten reingehen. Und bringt auch dieses Mediale mit dem Sozialen zusammen, um Neues zu kreieren. Auf jeden Fall haben wir in einer kurzen Zeit sehr viel geschafft. Ich stelle niemanden vor, die Niki wird heute moderiert. Zurzeit fühle ich mich sehr nervös wegen der Präsentation. Es ist das erste Mal, dass diese Prototypen präsentiert werden vor einem größeren Publikum. Hier geht es darum, jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, in einem bestimmten Bereich Berufserfahrung zu sammeln. Wir es so einfach wie möglich machen möchten. Das Potenzial ist sehr riesig. Nutzer immer tiefer in die Thematik reinführen. Themen nach Tageszeit finde ich großartig. Unser Projekt ist eine digitale Plattform für Eltern. Ja, gut, aber der blöde Tisch. Gut, von dem Tisch. Eine digitale Lösung schaffen, dass Leute, die helfen wollen in ihrer Nachbarschaft und Leute, die Hilfe brauchen, miteinander verbunden werden. Wo kommt Thomas her? Inklusion. Der digitale Zugang kann eine Barriere sein. Das schon mal zu vereinfachen, ist ein großes Ziel. Es geht um die Produktion eines digitalen Produkts für Menschen mit Behinderungen. Tobi, ich suche was. Großartig, absolut Wahnsinn. Was ich heute gesehen habe, ist, dass wir Social Impact digital erreichen können. Da kommen Menschen zusammen, sehen ein Problem, tun gemeinsam eine Lösung kreieren und es entsteht etwas, es entsteht mehr, eine Summe, etwas Größeres. Extrem begeistert von den Lösungen, die entwickelt worden sind. Da ist ein Potenzial drinnen, das ist enorm.